Sie sind doch Schüler von Arnold Schönberg. Und als solcher könnten Sie, Herr Zillig, sicher eine Frage beantworten, die sich einem musikalischen Laien, wie ich es bin, immer wieder aufdrängt. Ist Zwölftonmusik, diese sagenhafte Sache, von der man so viel redet und so wenig weiß, Kunst oder Technik? Diese Frage höre ich oft. Und wenn sie in dieser Formulierung auch die Frage eines Laien ist, so ist sie doch entscheidend. Zwar ist die Frage in dieser Formulierung eigentlich schon polemisch. Sie neigt unausgesprochen zu der Ansicht, dass Zwölfton eben nur eine Technik und keine Kunst sei. Sie drückt damit die Ansicht zahlreicher Menschen aus, die sich nie mit Zwölfton beschäftigt haben, aber in cumulo alles Neue aus Bequemlichkeit, liest Traditionstreue, ablehnen. Aber auch die Ansicht einiger weniger, die ernst um die Dinge gerungen haben, den Schlüssel nicht fanden und nun verbittert sind. Ja, wie müsste denn die Frage heißen, wenn sie nicht die noch dazu polemische Frage eines Laien sein soll? Da müsste man zunächst einmal die Worte Kunst und Technik, Begriffe, die sich keineswegs gegenseitig ausschließen, Begriffe, die eigentlich zwei verschiedenen Kategorien angehören, erläutern. Ich glaube, in dieser oft gehörten Fragestellung will das Wort Kunst sagen, etwas Gutes, Naturgewachsenes, dem Herzen entsprossenes, und das Wort Technik, etwas Verächtliches, willkürlich Erfundenes, mit dem Hirn Konstruiertes. Also nochmals, ist Zwölftonmusik gewachsene Natur, logische Weiterentwicklung oder erkünstelte Konstruktion, beziehungslos als Fremdkörper in die Entwicklung der abendländischen Musik hineingeworfen? Ist Zwölftonmusik gefunden, also aus der Materie, in der Sie und Ihre Gesetze und Möglichkeiten seit je schlummerten, ins Wesenhafte befreit? Oder ist sie erfunden, also aus dem Beziehungslosen und daher wohl auch Sinnlosen erkünstelt? Ich glaube, Sie haben durch diese Präzisierung der Frage bereits den Beginn einer Antwort gegeben. Aber ehe wir darüber weiterreden wie über längst Bekanntes, eine Zwischenfrage. Was ist eigentlich Zwölftonmusik? Das lässt sich ebenso wenig mit ein paar Worten sagen, wie man mit ein paar Worten definieren könnte, was Kontrapunkt, was Homophonie, was Kirchentonart, was Tonalität ist. Ich will es trotzdem versuchen, obgleich Sie sehen werden, dass eigentlich erst die Dinge, die ich Ihnen als Antwort auf Ihre Hauptfrage zu sagen weiß, wenn auch auf Umwegen, eine Definition geben, eine weit bessere als die Definition des künstlerischen Arbeitsvorgangs beim Zwölfton. Schönberg nannte das System Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen und legte jedem Stück eine Reihe der 12 Töne als Baumaterial zugrunde, die in ihrer Funktion und Unabänderlichkeit etwa dem Fugenthema des Kontrapunkts entspricht und immanent die ganze Entwicklung des Stücks in sich birgt. Die aber ohne den eigentlichen Einfall des Komponisten, der ja fortlaufend im ganzen Bau eines Stücks wirken muss, dasselbe ist wie ein Fugenthema ohne die von einem wirklichen Komponisten geschaffene Fuge, eine leere Formel. Die Reihe, das heißt die jeweils für ein Stück gefundene Reihenfolge der 12 Töne, beherrscht das ganze melodische und harmonische Geschehen dieses Stücks. Sie bestimmt das horizontale wie das vertikale Leben. Natürlich ist auch die Reihe an die Intuition gebunden. Sie ist oft bereits der entscheidende Einfall eines Stücks, wie schon das Thema einer Fuge für die ganze Fuge entscheidend sein kann. Aber umgekehrt, wie oft hat Bach ein Fugenthema verwandt, das vor ihm schon viele Male und oft albern und trocken abgewandelt wurde? Und Bach schuf daraus ein Fugenwerk voll Leben und Genialität. Genauso ist es möglich, aus einer Zwölftonreihe, die noch keineswegs bedeutend aussieht, Bedeutendes zu machen, oder aus einer noch so interessanten Reihe nur ein Stück toter Papiermusik zu schaffen. Wirklich zu begreifen ist der Zwölfton, glaube ich, nur aus seiner Entwicklung. Der historische Weg zu ihm ist gleichzeitig der sichere Weg, ihn zu verstehen. Wie kam es denn zum Zwölfton? Sie sprachen von einer historischen Entwicklung. Ist denn Zwölfton nicht eine ganz neue Erfindung Schönbergs?
Natürlich ist die heutige Entwicklung der Zwölftonmusik ohne Schönberg gar nicht zu denken. Dennoch ist er nicht ihr Erfinder, eher ihr Finder. Er hat die Dinge, die irgendwie in der Luft lagen, die die Entwicklung der Urgewalt ihrer Logik hatte reifen lassen, paragraphiert. Er hat die Gesetze entdeckt, die seine eigene Musik und die Entwicklung der abendländischen Musik überhaupt bereits unbewusst befolgte. Wie sehr diese Dinge in den 20er Jahren in der Luft lagen, zeigt, dass heute bereits ein Streit um die Priorität möglich ist. Denn auch der Wiener Josef Matthias Hauer und der Russe Golischew sind um diese Zeit bereits mit Zwölftonproblemen beschäftigt gewesen von der kompositorischen Seite her, wie Herbert Eimert von der theoretischen. Aber das ist heute nicht mehr zu leugnen, dass Schönberg den entscheidenden Schlüssel gefunden hat, die neue Epoche nun auch ganz bewusst zu beschreiten. Eben sprachen Sie von Entwicklung. Und nun sagen Sie, dass Schönberg eine neue Epoche der Musik quasi ruckartig erschlossen habe. Ist das nicht ein Gegensatz in sich? Scheinbar ist es ein Gegensatz. Aber ich kann einem großen geschichtlichen Beispiel zeigen, dass die Entwicklung einmal im Werk einer genialen Persönlichkeit jenen Ruck macht, der eine Epoche beendet, um eine neue bereits in völliger Vollendung erstehen zu lassen. Ich denke an die große Epoche der Kirchentonarten und ihre Ablösung durch das Dur-Moll-System. Dieser gewaltige Entwicklungsruck ist ohne Bach nicht zu denken. Bach, letzter und höchster Gipfel der kontrapunktischen Geheimwissenschaft und damit Vollender der Kirchentonarten-Epoche, ist gleichzeitig der Genius, der das Dur-Moll-System, die Tonalität, paragraphiert und in allen Möglichkeiten durchdacht hat. Das wohltemperierte Klavier, das in jedem seiner zwei Bände je einmal den ganzen Quintenzirkel, also alle möglichen Dur- und Molltonarten in seinen je 12 Dur- und je 12 Moll-Präludien und Fugen durchschreitet, hat die Tonalität, die längst tastend oder auch schon sicher erreicht war, so weit festgelegt und durchkombiniert, dass mit einem Mal all ihre Möglichkeiten bis in die feinsten Regungen, die Klangfarben und die Charaktere der Tonarten präzisiert waren. Der Schritt von zufälligen und rein intuitiven Exkursionen aus den Kirchentonarten in die neue Tonalität zu Bachs bewusster, von präzisestem analytischem Geist erfüllter Festlegung der Dur- und Molltonarten kann nur als Ruck bezeichnet werden. Sie wollen also damit sagen, dass es trotz des von Schönberg ausgelösten Rucks eine Entwicklung von der Tonalität zum Zwölfton gibt. Entgegen der allgemeinen Ansicht, es handle sich beim Zwölfton um etwas voraussetzungsloses Neues. Natürlich gibt es diese Entwicklung und sie lässt sich bis in feinste Verästelungen nachweisen. Aber ich muss da zunächst einmal die Entwicklung der abendländischen Musik von der Klassik über die Romantik und über Wagner zur neuen Musik ganz allgemein charakterisieren. Das klassische Ideal beruhte in der Klarheit und Ausgewogenheit der Symmetrie. In der großen homophonen Musik der Klassiker herrscht in der Architektonik der 4- bzw. 8-Takter, dessen Summierungen zu 16 und 32 Takten das ganze Gebäude des Taktaufbaus beherrschen und eine unbedingte rhythmische Symmetrie und Abgeklärtheit garantieren. Dies, einst selbstverständlich und erstrebenswert, wurde einmal abgebraucht und langweilig. Nach all der Klarheit der Symmetrie suchte man das Unklare, Befremdliche, das Geheimnis in der Asymmetrie. Schon bei Brahms spielt die rhythmische Verschiebung zum 5- und 7-Takter eine solche Rolle, dass der scheinbar so konservative Meister im Rhythmischen sich als ein ähnlicher Sprengstoff im klassischen Gebäude erweist, wie es Wagner und Reger im Melodischen und im Harmonischen wurden. Natürlich trat anstelle der Klarheit der Form der Wunsch nach dem Geheimnisvollen der Formlosigkeit. Anstelle der Wiederholung der Wunsch nach Vermeidung der Wiederholung, zunächst einzelner Perioden und Passagen, dann einzelner Takte und einzelner Notengruppen. Die letzte Konsequenz dieser Entwicklung musste sein, dass man die Wiederholung des einzelnen Tons so lange als irgend möglich vermied. Natürlich beruht diese Entwicklung nicht auf einem Gebot oder einer Spekulation der Theorie, sondern auf einer Entwicklung des Ohrs, des Hörens und seiner Geschmacksrichtung. Das Ohr wollte denselben Ton so lange als möglich nicht hören, da er, je länger hinausgezögert, umso befremdlicher und neuer erschien, und damit dem Wunsch nach dem Geheimnis näher kam.
Die Endlogik dieser Entwicklung musste sein. Ein Ton klingt dann umso neuer und geheimnisvoller, wenn vor seiner Wiederholung möglichst viele, also alle 11 anderen möglichen Töne erklungen sind. Dadurch legt das Ohr zwangsläufig eine Reihe aller 12 Töne fest, die bei strenger Befolgung dieses Prinzips logischerweise das ganze Stück durch dieselbe bleiben muss. Diese Entwicklung lässt sich bis ins Einzelste an der Entwicklung des Melodischen von den Klassikern über das Wagnersche Chroma zu Reger, Strauss und Debussy hin nachweisen. Dies ist doch nun ein rein melodischer Vorgang. Musik besteht aber doch auch aus Zusammenklängen, die in der Tonalität ihre eigenen strengen Gesetze haben. Ich glaube, es ist auch in der Tonalität nicht richtig, zwischen melodischem und harmonischem Geschehen einen Trennungsstrich zu ziehen. Denn in der Tonalität kehren alle melodischen Schritte in den Akkordaufbauten irgendwo wieder. Ganz bewusst gilt dies vom Zwölfton, wo harmonisches und melodisches Geschehen völlig gleichen Gesetzen unterworfen ist, was die Erscheinungsform der Töne, eben die Reihe, anlangt. So ist denn auch der vorhin erwähnte, allerdings urkräftige melodische Vorgang der Vermeidung der Tonwiederholung bei weitem nicht die einzige Wegspur, die zum Zwölfton führt. Es gibt in der Tonalität eine Reihe von harmonischen Erscheinungen, um die die alte Theorie vorsichtig in weitem Bogen herumgeht. Erscheinungen, die alle Funktionsgesetze der Tonalität gesprengt hätten, hätte man sie nach dieser Seite hin untersucht. Aber man hat sie nur konstatiert und nicht betrachtet. Ja, einige besonders kühne Fälle bei Mozart hat man nicht einmal konstatiert, sondern totgeschwiegen. Und zu diesen noch zu beschreibenden Vorgängen harmonischer Art führt ein scheinbar melodischer, die Chromatik. Halbton an Halbton gereiht ergibt eine Tonreihe, die der Tonalität eigentlich fremd ist. Denn dort herrscht das siebentönige Schema, das Halb- und Ganztöne in bestimmter Ordnung mischt. Die revolutionierende, gärende und treibende Kraft der Chromatik hat jeder Tristan-Hörer, jeder, der sich mit einem Werk des späteren Reger beschäftigt, gespürt. Da fallen alle Fesseln der harmonischen Funktionen und die alte Theorie, nicht in der Lage, die Vorgänge zu klären, hat schlicht und ein wenig verächtlich von Chroma gesprochen. Das nächste große Geheimnis, das schon zum Harmonischen überleitet, ist das Intervall des Tritonus. Seit den Anfängen der abendländischen Musik wurde dieser Schritt, der unter Missachtung des goldenen Schnitts, wie ihn die Aufteilung der Oktav in Quint und Quarte bringt, die Oktav in zwei gleiche Hälften zweier übermäßiger Quarten bzw. verminderter Quinten teilt, mit vielen geheimnistuerischen Regeln bedacht. Dieser seltsame Schritt hat die Gabe, innerhalb der Tonalität ruckartig in entfernteste Bezirke zu führen. Eine Betrachtung von 12-Tonreihen, die aus 4 Dreiklängen bestehen, wird zeigen, wie nahe sich diese Bereiche tatsächlich liegen. Wenn wir nun den mit dem Tritonus eng zusammenhängenden, verminderten Septakkord betrachten, befinden wir uns ganz im Gebiet des Harmonischen. Dieser Akkord enthält in sich zweimal den Tritonus. Die alte Theorie hat ihn mit dem Titel vagierender Akkord bedacht. Denn er ist heimatlos wie ein Zigeuner, er gehört in keine bestimmte Tonart. Bei engster Betrachtung ist er bereits als zu 8 verschiedenen Tonarten gehörig deutbar. Legt man ihm eine große Terz unter. Er selbst besteht aus völlig gleichen kleinen Terzen.
die sich auch durch seine Umkehrungen nicht ändern. Also legt man ihm eine große Terz unter. So entsteht ein Dominant-Nonen-Akkord. Legt man die große Terz unter jede seiner vier Umkehrungen, so entsteht ein neuer verminderter Septakkord. Legt man unter diesen, analog dem vorigen Vorgang, wieder große Terzen, so entsteht ein dritter verminderter Septakkord. Alle drei zusammen enthalten alle 12 Töne. Im Idomeneus von Mozart, jenem Jugendwerk voll überschäumender Genialität, zeigt sich die Tonart sprengende Wirkung des verminderten Septakkords, der da in seinen drei Möglichkeiten aneinandergereiht ist, die, wie wir eben sahen, einen Zwölftonkomplex ergeben. Konsequenz aus dieser Zwölftönigkeit der drei möglichen Formen des verminderten Septakkords hat in einer lapidaren und großartigen Weise Alban Berg im Wozzeck gezogen. Im letzten Zwischenspiel erscheint am Höhepunkt der großen Erschütterung ein gellendes Gebilde aus drei übereinander getürmten Septakkorden, sodass alle 12 Töne gleichzeitig erklingen, um sich mit einem Quartschritt der Pauken quasi tonal nach D-Moll aufzulösen. Der verminderte Septakkord ist nicht der einzige vagierende Akkord. Der übermäßige Dreiklang, von der alten Theorie mit Scheu umgangen, ist ebenfalls ein solcher. Er setzt sich aus zwei großen Terzen zusammen, was sich auch bei seinen Umkehrungen nicht ändert. Zwei dieser übermäßigen Dreiklänge im Abstand einer großen Sekund errichtet, ergeben 6 Töne einer Ganztonreihe, zwei weitere, um je eine kleine Sekunde verschobene übermäßige Dreiklänge, ergeben wieder eine Ganztonreihe. Es gibt nur deren 2. Beide zusammen enthalten alle 12 Töne. Schönberg hat in seiner ersten Kammersinfonie, einem streng tonalen Stück, das wie kaum ein anderes am Beginn der neuen Musik stehendes Werk zukunftsträchtig ist, die Ganztonreihe konstruktiv verwandt. Dort ist eine weitere Erscheinung, die zum Zwölfton führt, ausgewertet. Baue ich Quacht auf Quacht, so erhalte ich am Ende einen aus allen 12 Tönen bestehenden Quartenakkord.
eben dieser Kammersinfonie hat Schönberg auch dies Phänomen ausgewertet. Mehr noch, er hat die geheimnisvolle Beziehung zwischen Quartenakkord und Ganztonreihe aufgedeckt und ausgewertet. Lässt man nämlich von einem sechsstimmigen Quartenakkord je einen Ton liegen und einen fallen, so erhält man einen sechsstimmigen Ganztonakkord. Lässt man die zunächst liegen gebliebenen Töne fallen, so erhält man wieder einen Quartenakkord. Wiederholt man mit diesem die Manipulation, erhält man wieder einen Ganztonakkord. Aber diesmal den anderen der beiden möglichen und damit alle 12 Töne. Schönberg hat durch die Aufdeckung dieser Verwandtschaft gleichzeitig die Zusammengehörigkeit zweier scheinbar so heterogener Elemente geklärt, wie sie das Kopfthema der Kammersinfonie vereint. Der Quarten in dem Hornmotiv und der Ganztonleiter in der Weiterführung des Themas. Eine andere Verwandtschaft des Ganztons zur Quart bzw. zur Quint, deren Umkehrung die Quart ist, lässt sich zeigen, wenn man Tritonus über Tritonus in halbtönigem Abstand lagert. Die unteren Töne, wie die oberen, jedes einzelnen Tritonus in der Walz, summieren sich dann zu Quinten, die jeweils einen Zirkel von allen 12 Tönen ergeben. So ist also der Quintenzirkel, in dem sich das Verwandtschaftsverhältnis aller Tonarten ausdrückt, gleichzeitig eine Zwölftonreihe. Wieder muss ich auf die Genialität Bachs hinweisen, der im wohltemperierten Klavier den ganzen Quintenzirkel systematisch durchschreitet. Er steht damit am Anfang der Tonalität und doch ist schon geheimnisvoll und immanent die weitere Entwicklung da. Nochmals, das Erstaunliche ist, all diese Erscheinungen ergeben irgendwie alle 12 Töne. Das scheint mir alles interessant und verständlich. Trotzdem, wie sollen Einzelerscheinungen der Beweis für eine logische und unausweichliche Gesamtentwicklung sein? Mit dieser Frage geben Sie mir den Beweis geradezu in die Hand. Was einmal Einzelerscheinungen waren bei Mozart und Beethoven, was einmal die Ausnahme war, wurde im Lauf der Entwicklung die Regel. Bei Wagner, zumindest in dem Tristan und in weiten Strecken des Parsifal, sind bereits die nicht mehr funktionell deutbaren, vagierenden Akkorde in der Überzahl. Dass diese Auflösung der alten Ordnung einmal von einer neuen Ordnung abgelöst werden musste, ist klar. Diese neue Ordnung im Zwölftonsystem ist zudem nur eine Bewusstmachung der Entwicklung, einer Entwicklung, die ich nun bereits begonnen habe, nachzuweisen. Sie sagen, Sie hätten begonnen, die Entwicklung nachzuweisen. Führen denn noch andere Dinge zum Zwölfton? Es gibt da noch einen Urmotor, der auf Umwegen zum Zwölfton führt. Das Leittonbedürfnis. Leitton ist der siebte Ton der Tonleiter, der mit einem Halbtonschritt zwingend in den ersten mündet. Die unbedingte Schlüssigkeit dieser Wendung hat bald dazu geführt, analog sie anzuwenden. Man hat in Moll einen künstlichen Leitton vom siebten zum ersten Ton geschaffen. Dabei folgte man nicht einer Theorie, sondern dem Verlangen des Ohrs und man tat dies nicht bewusst, sondern der dunklen Urlogik der Intuition folgend. Die zweite Leiter war
die mit dem künstlich geschaffenen Leitton. Das ist ja hochinteressant. Denn wenn ich richtig verstehe, wären wir hier bei einem Punkt, der gerade dem Zwölfton doch immer wieder zum Vorwurf gemacht wird, nämlich, dass er das physikalische Urgesetz der Obertonreihe missachte. Und nun reden Sie von einer künstlichen Schaffung der Molltonart. Entspricht denn das dem Obertongesetz? Sie haben völlig recht. Die Molltonart ist bereits eine Analogiebildung. Die Mollterz erscheint nirgends auf den Grundton folgend in der Obertonreihe. Jede klingend gemachte Obertonreihe ergibt einen Durklang. Moll ist bereits ein künstliches Produkt, das dadurch entstand, dass man die Urform der Natur, in dem Fall die Durtonart und ihre Zusammenklangsverhältnisse, auf etwas anderes analog übertrug, ohne sich um die nicht mehr stimmenden Bestätigungen der Physik zu kümmern. An die Stelle der Mechanik trat die Psychologie. An die Stelle der Erscheinung trat der Gedanke. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass ganze Musikkulturen nichts mit der Obertonreihe und dem daraus resultierenden Dur-Dreiklang und seinem System zu tun haben. Die ostasiatische Musik, die auf einer Fünftonleiter basiert, die Negermusik und die Zigeunermusik mit ihren seltsamen Intervallen, die ebenso in den Harmonien wiederkehren. Wenn nun schon der Punkt geklärt werden soll, Natur oder Unnatur, wie verhält es sich dann mit dem uralten Gesetz von Konsonanz und Dissonanz? Ist das nicht in der Zwölftonmusik aufs Gröbste verletzt? Wer sagt Ihnen denn, dass das ein so uraltes Gesetz ist? Ist doch noch gar nicht so lange her, da galt die Terz als ein so scharf dissonierendes Intervall, dass man ein Stück mit der leeren Quint schloss, um mit einer vollkommenen Konsonanz zu enden. Und heute hat sich bereits die primitivste Gebrauchsmusik, die erfahrungsgemäß der Musikgeschichte immer um zwei Generationen mindestens nachhängt, des Septakkords als Schlussklang bemächtigt. Die Entwicklung zeigt vielmehr durch die Jahrhunderte auf, dass es Konsonanz und Dissonanz als Gegensätze gar nicht gibt, sondern dass alle Zusammenklänge sich gleichsam auf demselben Gleis bewegen, auf dem lediglich der Begriff Konsonanz zu immer komplizierteren Zusammenklängen wandert, sodass die Klänge, die als Dissonanzen vom Ohr, das ja immer differenzierter zu hören lernt, aufgenommen werden, immer weniger werden. Tatsächlich entspricht diese Erklärung ja auch der Natur, denn die Obertonreihe enthält, je weiter sie sich vom Grundton entfernt, alle Intervalle und alle Zusammenklänge irgendwo und irgendwie. Doch ich muss da nochmals auf das Leittonbedürfnis kommen, das im Lauf der Entwicklung viel weitere Kreise zog als etwa die künstliche Errichtung des Leittons in Moll. Das Bedürfnis ging schließlich so weit, dass man nicht nur in der Melodie vom siebten zum Grundton einen Leittonschritt verlangte, sondern schließlich von jedem Harmonieton zu jedem Harmonieton zweier aufeinanderfolgender Harmonien. Eines der verblüffendsten Beispiele, ein wahrhaft atonaler Akkord, wie man 1920 gesagt hätte, steht von der Theorie völlig verschwiegen in der Durchführung des ersten Satzes der G-Moll-Sinfonie von Mozart. Dem vierstimmigen Dominant-Septimen-Akkord geht ein frei einsetzender Akkord vorher, den man nur aus dem Leittonbedürfnis des Ohrs erklären kann, dem Bedürfnis, jeden Ton des neuen Akkords durch einen Leittonschritt, also einen kleinen Sekundschritt, zu erreichen. Dieser seltsame Akkord heißt G, H, Gis, S und löst sich nach Fis, C, A, D auf. Um zu zeigen, dass es sich beileibe nicht um einen Zufall oder ein Versehen handle, bringt Mozart zwei Takte später die Umkehrung dieses Akkords. Nun löst sich S, Gis, H, G nach D, A, C, Fis auf.
Das Interessanteste ist, dass beide Akkorde ein Intervall und seine Umkehrung enthalten, das in der Theorie der tonalen Musik nicht vorkommt. Die übermäßige und die verminderte Oktav, die wichtigsten Intervalle der Zwölftonmusik und der neuen Musik überhaupt. So frei und kühn einsetzend finden sich diese Intervalle auf lange Sicht nirgends. Wohl entwickeln sie sich immer wieder und in steigendem Maße aus einer Spannung, die die melodische Molltonart in sich birgt, dem aufwärts erhöhten, abwärts nicht erhöhten siebten Ton. Bewegen sich nun zwei Stimmen entgegengesetzt und treffen sich auf dem siebten Ton, so entsteht eines dieser beiden Intervalle. Schon Bach und seine Vorgänger liefern dafür viele Beispiele. Später wird daraus fast eine Manie. Die Nachromantik spielt pausenlos mit der gleichzeitig auftretenden Moll- und Dur-Terz. Nachdem bereits Wagner als Lieblingsmotivfloskel den Vorhalt vor der Dur-Terz von unten gebracht hat. Strauss spielt in Elektra und Zarathustra, um nur zwei Werke zu nennen, mit dem stetigen Wechsel von Moll- und Dur-Terz. Und bei Stravinsky ist dieser Wechsel schon zur fixen Idee geworden. Siehe etwa Oktett oder Ödipus Rex. Nur geht er einen Schritt weiter und setzt Moll- und Dur-Terz wohl auch unvermittelt gleichzeitig im selben Akkord. So entwickelt sich auch dieses wichtigste Intervall der Zwölftonmusik, ja der ganz neuen Musik, folgerichtig. Bei Stravinsky feiert es zum Beispiel im Sacre du Printemps geradezu Orgien. All das, was Sie bisher aus der Entwicklung aufzeigten, sind doch mehr oder minder nur Vorbereitungen auf Materialteile des Zwölftons, wenn ich recht verstanden habe. Aber es müsste sich doch auch schon mal irgendwann in der Entwicklung eine wirkliche Zwölftonreihe gezeigt haben, wenn auch unbewusst, wenn diese Entwicklung so natürlich und selbstverständlich sein soll. Sie haben recht. Aber ich kann Sie beruhigen. Auch dieser Zweifel ist völlig zu beheben. Die immer dichtere Entwicklung der Elemente des Zwölftons hat natürlich ganz unbeabsichtigt, oft und oft, lange bevor irgendjemand an die Erfindung des Zwölftons dachte, zu Zwölftonreihen bzw. Zwölftonkomplexen geführt. Unter Reihen verstehe ich dabei die melodische Aneinanderreihung aller zwölf Töne, unter Komplexen die Aufteilung auf Melodie und gleichzeitig erklingende Harmonietöne. Wieder ist es Mozart, der seiner Zeit weit vorauseilt. Außer dem schon erwähnten findet sich im Idomeneus ein zweiter verblüffender Zwölftonkomplex. Im Quartett wird der Dreiklang GHD leittonartig nach Ges BS geführt. Im übernächsten Takt der Dreiklang FAC nach Fes As Des. Das ergibt einen reinen Zwölftonkomplex, der auch nicht auf Schleichwegen der alten Theorie zu erklären ist. Es ist noch dazu eine der wenigen Möglichkeiten, wo vier Dreiklänge einen Zwölftonkomplex ergeben. Ähnliche Dinge sind dann bei den Romantikern immer wieder zu finden. Bei Reger schließlich kann man sie auf Schritt und Tritt verfolgen. Etwa im Scherzo der Violinsonate Opus 139, wo D-Dur A-Moll, C-Dur G-Moll, A-Dur F-Moll unmittelbar aufeinander folgen, gleich zwei Komplexe von je zwölf Tönen bildend, von denen jeweils der eine transposition des anderen ist,
die sich gegenseitig überschneiden. Interessant ist dabei noch, dass diese Zwölftonstellen immer dort erscheinen, wo der Komponist Geheimnisvolles ausdrücken will. So heißt zum Beispiel der Text zu der Zwölftonstelle im Idomeneus-Quartett: Wo du stirbst, will auch ich sterben. Da mutet es fast witzig an, dass Richard Strauss um die Jahrhundertwende im Zarathustra eine rein melodische Zwölftonreihe Ton für Ton schrieb und mit ihr arbeitete, wo er die Wissenschaft charakterisieren wollte, also etwas Geheimnisvolles, Fernes, das seiner Zeit weit vorauseilt. Sie haben da nun zahlreiche Dinge angeführt, die die Entwicklung der Zwölftonmusik melodisch und harmonisch fundieren. Aber man nimmt doch in der Zwölftonmusik überhaupt keine Harmonie wahr. Sie verwechseln zwei Begriffe, Harmonie und harmonische Funktion. Es hat schon einmal eine große Musikepoche gegeben, die der Kirchentonarten, die ohne harmonische Funktion auskam. In dieser Musik gibt es keine primären Harmonien. Die Harmonie entsteht sekundär durch das Zusammentreffen selbstständiger Einzelwesen der kontrapunktisch geführten Stimmen. Diese Musik verlangt vom Ohr, dass es in die Tiefe hört und nicht nur die Oberstimme und im Unterbewusstsein mit angenehmer Selbstverständlichkeit die dazugehörige harmonische Funktion wahrnimmt, wie etwa in der homophonen Musik der Klassiker. Diese Musik ist, eben weil sie nur aus Melodien besteht, unmelodisch, so abstrus dies klingen mag. Und sie ist unharmonisch, da die Harmonie nicht als Selbstzweck zu fühlen ist. Genauso verhält es sich mit der Zwölftonmusik, die alle Schwierigkeiten der kontrapunktischen Musik noch in erhöhtem Maß dem hörenden Ohr bietet. Trotzdem wäre es ganz verkehrt, das Zwölftonsystem als eine Angelegenheit rein melodischer Gesetze zu betrachten. Harmonische Schichtungen spielen da ebenfalls eine große Rolle und haben an der Schaffung eines Zwölftonstücks ihren ganz bestimmten Anteil. So wie ja auch bereits harmonische Schichtungen der tonalen Musik eindeutig zum Zwölfton führen. Nach all dem, was Sie über die Entwicklung des Zwölftons gesagt haben, scheint es ja nun fast so, als sei Schönbergs Paragraphierung des Zwölftons, wie Sie es nannten, gar nicht mehr so wichtig und wesentlich. Dabei hat es doch kurz vor Schönbergs Tod jene Kontroverse gegeben zwischen ihm und Thomas Mann, der in seinem Faustus-Roman den Helden Leberkühn offensichtlich das Zwölftonsystem erfinden lässt, was Schönberg, so kommentarlos wie es Mann bot, als mehr denn missverständlich ansah. Wenn Sie das aus meinen Erläuterungen zur historischen Entwicklung des Zwölftons entnommen haben, muss ich allerdings nun endlich über Schönberg und seine Tat reden. Ich habe so ausführlich über die zwingende Entwicklung des Zwölftons gesprochen, um zu zeigen, dass er nicht als voraussetzungslose Erfindung eines einzelnen, vielleicht gar noch abwegigen Kopfs entstand, sondern dass er wie eine Pflanze natürlich keimte und wuchs. Ich erinnere wieder an Bach. Niemand wird behaupten, er habe die Tonalität erfunden. Aber ohne seine richtunggebende Tat des wohltemperierten Klaviers wäre vielleicht die Tonalität in all ihren Möglichkeiten und Analogieformen nur auf Umwegen so genial und so zukunftsweisend paragraphiert worden. Ebenso genial ist Schönbergs Tat. Seine Entdeckung des Reihenprinzips ist eine so kühne Handlung, dass sie eine Entwicklung, die aus so vielen, oft divergierenden, meist un- oder halbbewussten Blitzlichtern bestand, in ein einziges, klares, großes und bewusstes Licht sammelte. Auch das Prinzip der Reihe ist ja eigentlich nur eine notwendige und logische Folge der Forderung des Ohrs, die Wiederholung eines Tons so lang wie möglich zu meiden. Denn wenn man das Prinzip auf ein ganzes Musikstück anwendet, können die 12 Töne logischerweise nur immer wieder in derselben Reihenfolge auftreten,
da jeder Ton sich erst wieder im Abstand von 12 Tönen wiederholen soll, also im weitestmöglichen Abstand, um so neu und überraschend wie möglich zu wirken. Die Genietat Schönbergs, die nur ihm gehört, besteht darin, wie er die Reihe anwandte. Ich muss hier wieder weit ausholen. In der Vergangenheit lösten sich zwei große Kulturen der abendländischen Musik ab, die kontrapunktische und die homophone. Beide schließen einander in ihren Techniken aus. In der kontrapunktischen ist das Thema schon geboren, ehe das Stück ausgeführt, komponiert wird. Das Thema ist unveränderlich und die Entwicklung des Stücks geht so vor sich, dass das Thema zu sich selbst oder zu festen Begleitern in allen möglichen Zusammenklangsverhältnissen gezeigt wird. Das Prinzip ist ein rein statisches. In der homophonen Musik hingegen herrscht ein dynamisches Prinzip vor, das Prinzip der Variation, der Entwicklung. Das Thema, oft zunächst nur als Keimzelle vorhanden, wird im Lauf des Stücks erst entwickelt, variiert, nimmt immer neue Gestalten an, es wird zerpflückt, zur Figur degradiert, kaleidoskopartig durcheinandergewürfelt. Man denke nur an jenes Wunderbeispiel des ersten Satzes der fünften von Beethoven, wo aus einem einzigen rhythmisierten Terzsprung in einer gewaltigen, dynamischen Entwicklung ein riesiger Ecksatz gebaut wird. Ich sagte bereits, beide Techniken, die des Kontrapunkts und die der Homophonie, schlossen sich aus. Bald versuchte man, sie doch auf einen Nenner zu bringen. Beethoven namentlich, glühender Verehrer Bachs, der als reifer Meister noch einmal strengen Kontrapunkt studierte, gab dafür titanische Beispiele in den Fugensätzen seiner letzten Sonaten und Quartette im Schlusssatz der 9. Sinfonie. Diese Versuche waren aus der Wesensart der Homophonie heraus zum Scheitern verurteilt. Darin liegt auch die Problematik und die gewisse Tragik gerade dieser übermenschlich konzipierten Fugen des letzten Beethoven. Schönberg hat nun durch seine geniale Schaffung der Reihenkomposition den Schlüssel gefunden, beide Techniken und natürlich ihre Inhalte auf einen Nenner zu bringen, das heißt, einem Stück ein statisches, unveränderliches, strengstes Element zugrunde zu legen und doch mit allen dynamischen Möglichkeiten der Entwicklungs- und Variationstechnik zu arbeiten. Ja, wie ist das möglich, wo Sie doch eben sagen, die Reihe sei unveränderlich? Da müsste doch nur ein statisches, kein dynamisches Komponieren möglich sein. Wenn Reihe gleich Thema wäre, wie in der Fuge, hätten Sie recht. Aber Reihe und Thema sind im Zwölfton keineswegs immer identisch. Das ist das Geniale an Schönbergs Tat. Die Reihe kann ebenso in der Waagrechten wie in der Senkrechten, ebenso in der Melodie wie in der Harmonie erscheinen. So ist klar, dass die Melodie jede beliebige Zahl und Reihenfolge von Tönen und damit alle Variationsmöglichkeiten hat, da ja immer die fehlenden Töne in der Harmonie wiederum in jeder beliebigen Aufspaltung erscheinen können. Denn ich kann jeden Melodieton mit 2, 3, 4 oder mehr Tönen der Reihe harmoniebildend begleiten, wobei ich stets zwischen der Zahl der begleitenden Töne wechseln kann. Wie weit diese dynamische Freiheit des Zwölftonsystems geht, erhält daraus, dass Alban Berg in der sehr streng gebauten lyrischen Suite ein Tristan-Zitat bringen kann, im Violinkonzert das Zitat eines Steirerlieds und eines Bachchorals. Schönberg verwendet in seiner Suite Opus 29 die Melodie des Ännchen von Tharau als Thema eines strengen Zwölfton-Variationensatzes. Dieser Satz verwendet dabei genau die Reihe der anderen Sätze dieser Suite, aber die Reihe ist so aufgeteilt, dass die Töne, die nicht in der Ännchenmelodie erscheinen, in der Begleitung aufgeteilt sind. Thank you.
Sagen Sie mir nun aber, wenn in einem langen Stück immer dieselbe Reihenfolge der 12 Töne auftritt, ja, wird das nicht entsetzlich lähmend und langweilig? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Wird das ewig diatonische D-Dur des Bachschen Magnificat nicht langweilig? Nein. Hier wird die unumstößliche Wahrheit evident. Das Material hat nichts mit dem Wert einer Komposition zu tun. Nur die Intuition, die Schöpferkraft des Komponisten. Es gibt bei den Klassikern Stücke, die die Haupttonart kaum verlassen und doch von einem überreichen Reiz der Einfallskraft sind. Und es gibt viele Stücke von heute lang verschollenen, einst vielleicht berühmten Komponisten, deren Einfallslosigkeit die ewige Wiederholung der Kadenzfunktion zur Qual machte. Ebenso ist Zwölfton kein Freibrief für geniale Kompositionen oder gar die Masche, nach der nun jeder komponieren kann. Er ist genau wie jedes andere Material an den Einfall, an die kompositorische Intuition gebunden. Zudem ist es mit der ewigen Wiederholung der Reihe in einem Zwölftonstück keineswegs so primitiv bestellt, wie Sie sich das vorstellen. Schönberg hat in Analogie zum alten Kontrapunkt die Reihe nicht nur in ihrer Grundform angewandt, sondern in den vier Grundformen, die jeder melodischen Linie immanent sind. Neben der Urform erscheint die Umkehrung. Das heißt, vom selben Anfangston ausgehend werden alle Intervallverhältnisse umgekehrt, also die nach oben führenden Intervallschritte werden im selben Verhältnis nach unten gelegt und umgekehrt. Es entsteht so ein strenger Spiegel der ursprünglichen Reihe. Diese Form der Erscheinung eines Themas ist aus dem Kontrapunkt wohl bekannt. Weniger selbstverständlich scheinen zunächst die beiden anderen Grundformen der Reihe, der Krebs und die Umkehrung des Krebses. Krebs ist, wenn man eine melodische Linie rückläufig bringt, also mit dem letzten Ton der ursprünglichen Melodie beginnend, dann den vorletzten Ton bringt und so fort bis zum ersten. Die Umkehrung des Krebses ist logischerweise seine Spiegelform in der Umkehrung der Intervallverhältnisse. Man denke ja nicht, dass die klassische Musik den Krebs nicht kennt. Unbewusst treibt er immer wieder sein Wesen in kleineren Thementeilen. Bewusst ist er in all jenen kontrapunktischen Stücken, zum Beispiel bei Mozart, angewandt, die man ebenso von vorne wie von hinten spielen kann, wobei jedes Mal das gleiche Stück entsteht. Natürlich kommen nun noch zu den vier Grundformen Reihe, Umkehrung der Reihe, Krebs und Umkehrung des Krebses die 11 möglichen Transpositionen. Das heißt, man nimmt dieselben Intervallverhältnisse, aber man geht von einem anderen Anfangston aus. Das klingt ja nun alles richtig nach Geheimwissenschaft. Aber Kunst soll doch keine Mathematik, sondern Gefühl und Intuition sein. Auch das ist wieder eine laienhafte Ansicht. Sie würde bedeuten, dass sich die Kunst der Komposition im melodischen Einfall erschöpft. Aber der architektonische Einfall braucht die gleiche Intuition wie der melodische. Konstruktion im tieferen Sinn ist eben auch Einfall und Gefühl. Herz und Hirn, wo soll man sie trennen in der Kunst? Im Übrigen, dieser Vorwurf, der scheinbar erst ganz neuerdings dem Zwölfton gemacht wird, ist so alt wie die Musik selbst. Bach wurde geradezu der schwarzen Magie bezichtigt, des Besitzes eines Geheimrezepts für Fugenthemen. Und lächeln Sie nicht, sicher hatte er's. Denn es ist kein Zufall, dass sich jedes seiner Fugenthemen so unwahrscheinlich eng führen lässt und in so unwahrscheinliche kontrapunktische Beziehungen zu sich selbst setzen lässt, die nur in Begriffen der höheren Mathematik ausdrückbar wären. Denn seine Kunst, die gleichzeitig von höchstem Gefühl erfüllt ist, kann man ebenso als das Resultat der Summierung rein mathematischer Fortschreitungsregeln betrachten, deren Befolgung die Engführbarkeit, die Versetzungsmöglichkeit in die verschiedensten doppelten Kontrapunkte, die Austerzbarkeit und vieles andere automatisch garantiert. Kunst der Fuge und musikalisches Opfer, schwarze Magie der Zahlen, sind gleichzeitig ungeheuerster Ausdruck einer Persönlichkeit
und eines ganzen Lebens- und Weltgefühls. Es hat nicht umsonst ein Jahrhundert gedauert, bis sie in ihrem wahren Wert erkannt wurden, nachdem sie die Zeitgenossen doch mehr oder minder für die Tüftelei eines Pedanten gehalten hatten. Wer wagt heute zu sagen, dass nicht auch hinter Schönbergs Werk wie ein Urdämon der Geist einer neuen Zeit steht? Einer Zeit, in der die Physik, die Chemie, die Mathematik völlig neue Begriffe fanden. Einer Zeit, die den Vorhang vor den Geheimnissen der Atome riss, in der die Überführbarkeit aller Stoffe und Kräfte ineinander sich auftat. Darf ich nach diesen kosmischen Ausblicken noch einmal ganz schlicht zur Erde zurückkehren? Sind nun alle möglichen Reihen gleichwertig? Möglich sind doch, wie mir scheint, einige hundert Millionen verschiedener Reihen, also eine astronomisch hohe Zahl. Natürlich beginnt eine Schematisierung einzusetzen, aber diese Dinge sind im Anfang. Es gibt ganz schematische Reihen, die chromatische Leiter, die Quartenreihe, die Ganztonreihen. Dass sie in der Praxis nicht anwendbar seien, hat gerade Schönberg genial widerlegt. Wenn in der Einleitung zum Adagio der ersten Kammersymphonie die Quartengänge hochsteigen, so ist das wie ein Schauer der Ewigkeit. Wie ein Blick ins innere Geheimnis der Natur. Der Anfang des Bläserquintetts, des ersten großen Zwölftonwerks überhaupt von Schönberg, verwendet als Thema eine Reihe, die in zwei sich beantwortende Hälften aufgeteilt, zwei Ganztonleitern benutzt. Oder schematisch gebracht. Diese Art der Aufteilung der Reihe, nicht mechanisch, sondern gehört und empfunden, findet man oft bei Schönberg. Die beiden Halbreihen von je sechs Tönen wirken dabei wie Frage und Antwort, wie Behauptung und Bestätigung. Sie sind in Funktion und Wirkung der Periode in der homophonen klassischen Musik zu vergleichen, die den gleichen musikalischen Gedanken zweimal ausspricht, das erste Mal wie mit einem Doppelpunkt in die Dominante mündend, das zweite Mal wie mit einem Punkt in der Tonika schließend. Natürlich gibt es zahlreiche Charakteristika für schematische Einordnung der Reihen, zum Beispiel Allintervallreihen, Reihen, in denen jedes Intervall einmal vorkommt. Schönberg hat die thematische Freiheit und die Möglichkeit der Variierung auch noch dadurch unendlich geweitet, dass die Töne der Reihe in jeder beliebigen Oktav erscheinen können. Damit ist ein unwahrscheinlicher Reichtum der Modellierungsmöglichkeiten des melodisch-thematischen geschaffen. Da zudem Reihenbeginn und Themenanfang, Reihenende und Themenschluss keineswegs zusammenfallen müssen, da das rhythmische Element völlige Freiheit genießt, kann man sich die unendlichen Möglichkeiten des Kombinierens oder besser Komponierens in der Zwölftonmusik vorstellen. Sie sprachen schon einmal von Reihen, die die Möglichkeit einer Beziehung der Tonalität mit dem Zwölfton aufzeigen. Dieser Punkt scheint mir tatsächlich besonders wichtig und gleichsam ein Schlusspunkt dieser Betrachtung. Immer wieder erscheinen Reihen, die sich zu vier Dreiklängen summieren. Ich erwähnte schon vorhin Schönbergs Suite Opus 29, das Beispiel aus Idomeneus, und das aus der Regerschen Violinsonate gehören auch hierher. Alban Berg benutzt in seiner Oper Lulu eine Reihe, die aus einem Dur, einem Moll, einem übermäßigen und einem verminderten Dreiklang besteht. Wie diese Dinge in der Luft liegen, mag aufzeigen, dass meine Oper Rosse, die 1933 in Düsseldorf uraufgeführt wurde, eine ebensolche Reihe enthält. Meine Oper Das Opfer
ebenso wie meine Serenade für 9 Soloinstrumente, basiert auf einer aus 4 Dreiklängen, 2 Dur- und 2 Moll-Dreiklängen bestehenden Reihe. In diesen Reihen spielt der Tritonus wieder eine große Rolle. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten dieser Reihen. Die eine ist, um ein konkretes Beispiel zu sagen, C-Dur, D-Dur, As-Moll, B-Moll. Die andere, C-Dur, As-Moll, Fis-Dur, D-Moll. Wieso sind nun gerade diese Reihen ein besonderes Bindeglied zur Tonalität? Beide haben zunächst einmal das gleiche Material, den Dreiklang. Und das ist eine starke Bindung. Dann hat das Leittonverhältnis, das je 2 Akkorde dieser Reihen bindet, eine ähnliche Wirkung wie die Kadenz, also fast die Wirkung einer Funktion. Es ist durchaus möglich, in einer solchermaßen mit Dreiklangsreihe versehenem Stück in einen Dreiklang via Zwölfton zu gelangen und ihn in einer tonalen Verbindung zu verlassen. Natürlich stehen wir in der Erfassung dieser Dinge und Beziehungen am Anfang. Aber gerade hier möchte ich einen der wichtigsten Sätze anführen, den ich aus Schönbergs Mund, und zwar schon im Jahr 1925, hörte. Tonalität ist gleich These. Atonalität ist gleich Antithese. Ist die Antithese fixiert, muss die Synthese kommen. Selbst Schönberg konnte damals nicht ahnen, dass die Möglichkeiten der Synthese gerade im Zwölfton liegen. Weiß man nun heute schon, was in der Zwölftonkomposition erlaubt und was verboten ist? Das scheinbar so mathematische Zwölftonsystem hat den Raum der Fantasie unendlich geweitet. Eigentlich ist alles erlaubt. Nur eines verbietet einfach das Ohr, und es ist klar, warum. Die Oktav, melodisch und harmonisch. Sie würde einfach das Prinzip aufheben, das vom Ohr diktierte Prinzip, den einmal gewesenen Ton so spät wie möglich wiederzubringen. Denn die Oktav würde ihn ja so früh wie möglich wiederbringen. Als Gegenbeweis etwa Schönbergs Klavierkonzert zu zitieren, ist müßig. Dessen Oktavkopplungen sind nichts als klingend gemachte Obertonregister nach Orgelmanier und nicht in Oktaven zusammentreffende selbstständige Stimmen. Es ist halt auch im Zwölfton so, wie schon der gute alte Wagner sagte. Man schaffe sich die Regel und lebe dann nach ihr. Wie die Regel sei, kann die Theorie vielleicht einmal nachträglich ableiten, aber nie dem schöpferischen Geist vorher diktieren. Noch eine letzte Frage. Ist der Kampf um die Zwölftonmusik eigentlich nur eine deutsche Angelegenheit? Ihre letzte Frage gibt mir einen letzten Beweis in die Hand für die Naturgewachsenheit und Naturnotwendigkeit des Zwölftons. Trotz Sturm von rechts und links, trotz Staatsverboten von gestern und heute, die Jugend der Welt komponiert Zwölfton. Er ist im brasilianischen Urwald heute ebenso zu Hause wie in Nordamerika und in Ländern Europas. Das Land der klassischen Melodie, Italien, beherbergt eine Anzahl der avantgardistischsten jungen Zwölftonkomponisten. Das Land der klassischen Formstränge, Frankreich, betrachtet den Zwölfton als Selbstverständlichkeit. In Deutschland hat das politische Verbot der 12 Jahre nicht verhindern können, dass gerade die Jungen und die Begabtesten Zwölfton mit Selbstverständlichkeit schreiben. Kann man eine Sache eigentlich schlüssiger beweisen? Zwölfton ist Kunst, gewachsene Notwendigkeit und nicht Technik, beziehungslose Kopfarbeit. Wer es noch nicht wahrhaben will, der will halt nicht. Gegen Nicht-Wollen gibt's kein Kraut. So kann ich wieder als den besten Weg zum Verstehen empfehlen, den guten Willen.